dividiert man all das heraus, was es nicht ist, was nur diesen notwendig gewordenen terminären Aufspreizungen geschuldet ist, der ganze schön gut geglättete heraklitoristische Film, die ganze Spannbreite zwischen Absurdität und Bedeutungssinn gegen Tröstungs-, Hoffnungsgenerierungen, den ganzen anaximandrischen Kampf der Begehrenspositionen und der Geschlechter gegeneinander, um diese Beschleunigungen zu erzeugen, zum Überleben dieser verunfallten Spezies, dann bleibt das übrig, was wir gestern schon angesprochen haben, dieses automatistische, kopflose Knobeln und Rasen der Moleküle in ihrer immerwährenden Wahlaffinitätsrekombinatorik der Transformationsveränderungen, dieses Ticken und Takten, zeitlos, raumlos, kopflos. Und dann lässt sich hin wiederum sagen, ist doch prima, das versucht, weil es das Summen-Masse-Energie-Produkt nicht ändern kann, im ganzen U-Kosmos wenigstens immer neue Experimente der Neurekombinatorik, immer abergewitzigtere, neuer Molekülverbindungen und Konformationskonstellationen. Und das ist doch ein Schauspiel sondersgleichen. Und die anderen sagen dann wieder, das ist doch die Hölle, wenn das nicht aufhören kann, in diesem Veränderungszwang des nie stillstehenden Knobelns und Rasens und Hetzens und Selbstverschlingens oder wieder neu synthetisierens ad infinitum. Denn alles, das nicht aufhören kann, im selben Wiederholungszwang, ist nichts anderes als die Hölle. Das sind die Dänen nicht.